Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Altana. Mit jedem menschlichen Lichtkörper, der jetzt aktiviert wurde, erwacht die lebende DNA, um das physische Körper-Make-up zu verändern, das als krank missverstanden wird. Der Ego-Tod nimmt zu, während wir diese nächsten Phasen beschleunigen. Lisa Transcendence Brown, 10.02.2018, übersetzt von Altana. Je nachdem, welche physischen Dimensionen man einnimmt, wird die Wahrheit hier anders sein. Ich werde dies in Abschnitte zerlegen, um einen komplizierten Prozess zu vereinfachen, der mehr als nur ein Schreiben erfordert, um das Gesamtbild zu erklären, das für diejenigen, die noch nicht über die Schleier der Amnesie hinausgegangen sind, nicht sichtbar ist. Wir alle dachten, dass wir uns auf diesem Weg voll bewusst waren. Auf dem Weg dorthin stellen wir fest, wie nicht einmal nahe wir waren, und dass es immer mehr zu realisieren, erinnern und verstehen gibt. Für jeden von uns wird der volle Zugang wiederhergestellt, indem wir unsere gesamte Existenz vollständig reinigen und alles auf einer Seelenebene ausrichten und ausgerichtet halten. Die Reinheit unseres Herzens, unseres Geistes, unserer Absichten, Handlungen und unseres ganzen Körpers ist notwendig. Diese ständig zunehmenden Phasen der Quantenbeschleunigung in allen Phasen des höheren Bewusstseins, lebendigem DNA-Erwachens, Reinigungs- und Lehrungsprozesses für die Verkörperung der Überseele erfordern dies umso mehr. Der Körper schlief, war bewusstlos und hielt tiefe, unbewusste Programme in sich. Durch die Aktivierung des Lichtkörpers erwacht die ruhende DNA im Körper, um vollständig neu zu kodieren und entsprechend alle neuen Sequenzen und Codes zu konfigurieren. Diese DNA-Umschreibung ist ein Ganzkörpervorlagenprozess, bei dem die Trennung Ego jeder einzelnen Person stattgefunden hat. Jede Mikroorganismenzelle des Körpers ist jetzt aktiviert worden, um aufzuwachen und diese immensen Programmierung freizugeben, die gesamte menschliche Erfahrung, Experiment, die alle Seelen zu erfahren und dann vollständig von innen heraus zu transzendieren beschlossen haben. Diese Transzendenz geschieht durch physischen Körperaufstieg, der nur durch vollständige Ego-Auflösung, Tod, erfolgen kann. Dieser Prozess ist der schwierigste, den man durchstehen wird, weil das Ego, Trennung vom Selbst als reines Quelllicht, tief in den physischen, menschlichen Körper eingebettet war, ist. Dieser Ego-Tod ist nicht nur die menschliche Existenz. Er ist der Höhepunkt jeder Existenz, die in diese hier geworfen wird. Der emotionale und physische Säuberungsprozess, wir lassen das Wort nach Abklingen der Intensität fallen, arbeitet sich durch jede Zelle, jedes Organ, jedes Körperteil, um die Trennung zu lokalisieren und je nachdem, wie stark sie ist, aufzulösen, zu zerstören, zerlegen, demontieren, zerbrechen. Der physische Körper kann sich durch neue Codes, die in die Körperzellstruktur eingebettet werden müssen, neu aufbauen, sodass der Körper mit dem plasma-kristallinen Gitternetz der neuen Erde online gebracht werden kann. Diese konstanten Zuflüsse von photonischem Licht, die in verschiedenen Schwingungsfrequenzen ständig vorhanden sind, wirken durch den physischen Körper hindurch, um alles zu lokalisieren, was unharmonisch, unabgestimmt ist, um es neu abzustimmen. Alles, was vom Ego, Trennung, Dualität ist, alles, was linear und fixiert ist, alles, was ein unbewusstes Programm repräsentiert und es mit einem ganz neuen Programm, das auf einer Seelenebene ausgerichtet ist, wiederzuholen.
Das photonische Licht aktiviert die ruhende DNA eines jeden Individuums, die auf vielfältige Weise höheres Bewusstsein hält. Gechristetes Licht, reines Quelllicht, Gottesbewusstsein, Gaia-Bewusstsein, galaktisches Bewusstsein, jeder höhere Selbstaspekt wird aktiviert, um aus dem Körper innerhalb zu kommen, aber es ist die menschliche Wahrnehmung, dass dies von außen kommend oder höher ist, wegen der Schwingung des physischen Körpers und wo das eigene volle Bewusstsein zu wohnen scheint. Es wird höher sein, wenn der menschliche Aspekt tief eingeschlafen ist und anfängt, die Merkwürdigkeit im Körper zu spüren, wenn er zu erwachen beginnt. Taubheitsgefühle, Kribbeln, Gravitationsverschiebungen, Benommenheit, Sehkraft, Hörvermögen, Schwäche, Hitze, Kälte, Temperaturveränderungen, Extreme, körperliche Schmerzen, emotionale Schmerzen, all das ist ein Teil des Ego-Todes und erhöht die Schwingung des physischen Körpers so hoch, dass er physisch aufsteigen kann. Es wird höher sein, wo der menschliche Aspekt sich vollständig von dem Halt, den die physische Realität hatte, lösen, freigeben, entfernen muss. Alle Anhaftungen, Identitäten, Überzeugungen, die Wichtigkeit und das, was wichtig war, müssen sich dramatisch ändern. Jedermanns Ego will das nicht. Es wird sich zu einem Opfer des Aufstiegs oder etwas zu bekämpfen entwickeln, um die Kontrolle zu behalten, einem menschlichen Glauben, dass es alles kontrollieren kann. Dieser Ego-Tod geht tiefer, als es jeder menschliche Aspekt verstehen kann. Die Verzweiflung, nicht zu erleben oder festzuhalten, kann die Erfahrung des Zerbrechens schaffen, die das Ego um jeden Preis vermeidet, ohne zu verstehen, dass dieses Zerbrechen für die Körper der Zellen notwendig ist, um die linearen Konstrukte, genannt die Matrix, freizugeben, die sie in den unbewussten Reichen des Vergessens verankert und bindet. Dieses Matrix-Programm ist der Ort, an dem jeder versucht, sich an ein Programm und System zu halten, das alles in einem Schlummer, Schlaf hält, das von einem Ort der Angst kommt und alles unterwürfig und konform hält, indem es das vielgeleitete Vertrauen in etwas außerhalb des Selbst hat. Diese Programme fahren fort zu kämpfen, um zu erreichen, zu kämpfen, um es zu schaffen, zu kämpfen, um einen Glauben zu erhalten, der auf Trennung, Dualität und Angst basiert. Es unterstützt nicht Einheit, Liebe und Leben im Überfluss. Es erschöpft sich und kann niemals gewonnen werden, weil die Werte, auf denen diese Systeme und Programme aufgebaut sind, nicht voll bewusst sind. Physischer Körperaufstieg ist die Erhöhung des physischen Körpers auf eine so hohe Frequenz, dass er in mehreren Dimensionen existieren kann, um immenses Licht zu halten und den Prozess der Verkörperung der Überseele, Avatarbewusstsein, zu beginnen, der die vollständige Verkörperung aller höheren Selbstaspekte des gesamten Universums, der Galaxien, des kosmischen Alles innerhalb der physischen Körperform ist. Es ist nur der Anfang des Ankommens auf der fünfdimensionalen neuen Erde, der einen ganz neuen Prozess von unendlichen Prozessen und Phasen der Verankerung von höchsten dimensionalen Alles auf unserer physischen Erde beginnt. Hier wird jeder zum Souverän und kehrt zur Meisterschaft zurück, bewegt sich in die höheren Verständnisse, die für alle eine Veränderung des Spiels bedeuten. Der physische Körper durchläuft einen rigorosen Prozess, bei dem er sich täglich an viel höhere Frequenzen gewöhnt, da der eigene Lichtkörper auch die anderen Phasen des Lichtkörpers aktiviert. Kristallin, Plasma, ätherisch. Diese sind ebenfalls progressiv. Die DNA jedes Einzelnen wird ständig neu kodiert und kalibriert. Nichts wird mehr dem Äußeren zugeschrieben. Wir können sehen, wie alles wirkt, aber es liegt an jedem Einzelnen von uns, sein eigenes Leben neu zu priorisieren, sodass dies ein viel einfacherer Prozess für uns alle sein kann. Die Ankunft und das Event werden von jedem erlebt, der die Vibration erreicht, die dafür notwendig ist.
Unsere neue Erde-Realitäten müssen von jedem von uns gebaut werden. Wir haben das Blut, den Schweiß und die Tränen hineingesteckt. Wir widmen uns der höchsten Bewusstseinserklärung für die gesamte Menschheit. Wir investieren alles, was wir sind und haben, in ein ganz neues Leben, Existenz für alle. Jeder von uns muss an diesen Ort kommen, wenn wir wirklich die Erfahrung der neuen Erde als unsere Wirklichkeit erleben wollen. Menschliche Ego-Aspekte werden dies nicht tun, bis das Alte zusammenbricht, sich auflöst oder sie gezwungen werden. Nun, nichts davon geschieht durch irgendjemandem, etwas anderes. Alles geschieht, weil sich die Schwingung unserer Erde beschleunigt, da der Kosmos in unsere Atmosphäre verschmilzt und das neue Wetter entsteht. Mehrdimensionale Atmosphären sind sehr verschieden von unseren alten menschlichen Atmosphären. Die physische Materie, die mit der molekularen Geschwindigkeit dieser unbewussten Dimensionen vibrierte, ändert sich ebenfalls, oft dramatisch. Die DNA aller Materie wird jetzt erweckt, um sich zu bewegen und umzustrukturieren. Die DNA erwacht und wird zur lebenden DNA. Auch die DNA der physischen Materie erwacht, denn technisch gesehen sind sie gleich. Der menschliche Verstand kann das nicht begreifen, also wird er einem alten, unbewussten, angstbasierten Glauben zuschreiben, was mit ihm geschieht. Angst wird von vielen bevorzugt, die nicht zugeben wollen, dass das, was sie glauben, nicht wahr, wirklich rein ist. Angst hält die Menschen fest, stagniert und beschwert. Oftmals ist es erst dann der Fall, wenn diese Realitäten gefährdet oder aufgebracht sind, bevor der menschliche Aspekt bereit ist, Stellung zu beziehen und Nein zu sagen. Und sogar noch mehr als das. Die Unterstützung für diejenigen Systeme, Realitäten entziehen, die Sicherheit repräsentieren, was auch nur eine Wahrnehmung ist. Eine Dimension ist eine Ebene des Bewusstseins. Zuerst durch den Zugang, dann durch die tatsächliche Erfahrung hier. Die Erde erreichte 2012 die fünfte Dimension und expandiert seither kontinuierlich in viel höhere Bewusstseinsebenen. Der physische Körper jedes Einzelnen vibriert auf der Frequenz der Dimension, die dem Bewusstsein des ganzen Körpers entspricht. Die physische Materie der dritten und vierten Dimension repräsentierte die jeweils gehaltene Bewusstseinsebene. Gleichzeitig wird jetzt das Bewusstsein für alle aus diesen unbewussten Bereichen der Amnesie angehoben, was eine absurde Menge an Ruhe, Schlaf erfordert, allerdings nicht nach menschlichem Zeitplan. Und die Freigabe aller unbewussten Programme, Ego, Trennung, die sich als Taubheitsgefühl oder Gefühllosigkeit und emotionale, mentale, physische Schmerzen darstellen. Ja, Schmerz. Schmerz ist die Freisetzung von Trennung, so dass der Körper frei sein kann und in einer leichteren, höheren Dichte vibrieren kann, um hier eine mehrdimensionale Erfahrung zu machen. Jede Phase des Lichtkörpers wird unterschiedlich erlebt, je nachdem, was die jeweilige Rolle bzw. der jeweilige Zweck ist. Der physische Körper ist ständig in einem rasanten Tempo, das jeden menschlichen Glauben herausfordert, denn nichts ist so, wie es einmal geglaubt oder gedacht wurde. Das ist so viel größer als diese einschränkenden Wahrnehmungen. Es gibt keine Krankheit in der fünften Dimension, und weit darüber überhalb. Menschliche Ego-Aspekte, die in Angst leben, arbeiten daran zu behandeln, zu schützen und sich gegen das zu versichern, was sie für krank halten, obwohl es eigentlich alles andere als das ist. Der menschliche Körper kann nicht funktionieren, wenn ihm das Licht entzogen wurde. Dieses Licht ist die Seele eines jeden und es nährt das Leben des menschlichen Körpers. Es ist kostbarer Atem, es ist Sonnenschein und Natur und natürliche Dinge, die unterstützen. Es ist Glück, Liebe und Güte, Großzügigkeit, Respekt und Integrität für jeden anderen und sich selbst und Gaia. Durch eine tiefe, heilige Ebene der Verbindung, die zurückkehrt, sobald jeder aus den Programmen, Matrix, Systemen herausgestoßen wird
und es seinem Körper fällt, erlaubt sich zu reinigen, zu klären, seine Schwingung anzuheben, da jeder dies zu einer Priorität in seinem eigenen Leben macht. Menschen arbeiten daran, Sicherheit zu haben, ohne zu erkennen, wie jeder, alle sich öffnen, um sich um die Erde zu kümmern und um die Ressourcen zu teilen, sich gegenseitig zu unterstützen, sich umeinander zu kümmern, durch Einheit und Liebe zusammenzukommen, dass es genug für jeden gibt. Menschliche Aspekte leben in Verzerrungen, die nur dann sichtbar sind, wenn etwas, das diese Verzerrungen so laut sichtbar macht, dass sie sich nicht verstecken, verweigern, zurückweisen können, etwas anzuerkennen und etwas zu tun, das auf seiner Seelenebene ausgerichtet ist, anstatt auf der Gewohnheit, angstbasierten, sich selbst erhaltenden Ego-Ebenen. Unsere Erde ist multidimensional und so lebt jeder auf ihr. In jedem Moment erlebt jeder von uns unterschiedliche Dimensionen. Doch die Fähigkeit, dies mit Leichtigkeit zu erkennen, zu begreifen, zu verstehen, zu meistern, erfordert ein volles Bewusstsein und eine volle Verlagerung der Schwingung von innen heraus. Nur teilweise kann dies nicht erreicht werden. Euer Körper hat in den Dritt- und Viertdimensionsbereichen geschlafen. Er beherbergte, speicherte alles, was aus der menschlichen Erfahrung verdrängt wurde, was hier nur ein kleiner Teil des Lebens eines jeden ist. Die neue Erde wird durch den Tod des Egos eines jeden geboren. Ein Prozess, der nicht leicht zu verstehen ist, bis er von jedem durchlaufen wurde. Der menschliche Aspekt wird so lange durchhalten, bis er den Tiefpunkt erreicht hat oder verzweifelt ist, denn alles andere ist ein Out, um etwas anderes zu tun, anders als die vollständige Öffnung des Herzens, Verstandes, Körpers, um das Ego einer höheren Selbstexistenz, Führung, Intelligenz auszuliefern, damit sich die Seele eines jeden Einzelnen vollständig in den Körper integrieren kann. Der physische Tod ist das Erscheinen vieler Dinge. Das Ego hat sich nie vollständig aufgelöst, sodass der Körper das Leben nicht aufrechterhalten konnte, indem er das vollständige Licht eines Seelenbewusstseins in die physische Körperform integrierte, die eine Wahl dieser Seele war, bevor sie sich hier jemals in einem irdischen, physischen Körper integrierte, wanderte oder ankam. Es ist die Vollendung eines Lebenszyklus, in dem die Seele ihre Aufgaben erfüllt hat und durch den Ausgang alle anderen in ihrem Leben aufweckt, durch die Freisetzung von Trennung. Der Tod ist nicht das, was der Mensch denkt, was er ist. Nahtoderfahrungen sollen jeden menschlichen Aspekt erwecken, was vielen Zwecken dient. Sternensaaten wollen nicht auf dieser Erde sein, dennoch wird eine Nahtoderfahrung jede Wahl treffen, sogar betteln, um hier zu sein, was die Seele im Körper verankert und die Integration des Anfangs auf einer neuen Ebene ermöglicht. Es gibt vielen die Möglichkeit, euer eigenes Bewusstsein zu erweitern, um zu sehen, erleben, verbinden, um euren spirituellen Aufwachprozess des Suchens, Erkennens zu beginnen, um mehr zu verstehen. In der fünften Dimension wird das Wort spirituell fallen gelassen. Jeder ist Geist, und das ist keine Praxis oder Konzept mehr. Es gibt einen Grad an Reinheit, der von innen heraus erreicht wird, der alle neuen Reinheitsgrade zündet, wo die gesamte Körperschablone durch kontinuierliche Löschungen geht, bis die Reinheitsphase erreicht ist und jeder aus diesem Raum im Inneren lebt. Keine Kompromisse mehr, wenn es darum geht, menschliche Trennungsspiele zu spielen. Volle Integrität und Ehre auf einer Seelenebene, die nichts der menschlichen Art ähnelt. Menschen halten Integrität zu einem System und getrennten Ego-Überzeugungen. Wir halten Integrität als Liebe und Einheit, die sich nicht an ein von Menschen geschaffenes System anpasst, das von Menschen geschaffen wurde. Warum alles geschieht, ist eine kollektive Reinigung vom Ego, Trennungsbewusstsein, um mehr Physikalität in eine höherdimensionale Existenz, Multidimensionalität zu bringen, in der sich alle umeinander kümmern, zusammenarbeiten, sich gegenseitig unterstützen und die volle Verantwortung für alles übernehmen, was sie sind, tun.
jeder völlig souverän und steht in seiner eigenen Kraft als Liebe, was bedeutet, die gesamte Matrix vollständig zu verlassen. Denn ihr könnt nicht die Trennung unterstützen und in der fünften Dimension leben oder Zugang zur neuen Erde erlangen. All das war in eurem Körper untergebracht. Wenn euer Körper durch höheres Bewusstsein multidimensionale DNA erwacht, werden alle niederen Schwingungen der unbewussten Ego-Trennung in euren Zellen ausfindig gemacht. Euer ganzer Körper muss erwachen, um euch auf die andere Seite zu bringen. Dies ist kein kleines Kunststück, es ist jede Existenz, die euren Körper jetzt reinigt. Beobachtet eure eigenen Mentalitäten und wenn euer Ego versucht, einer Erfahrung zu entkommen, geht es in die Verzweiflung, Ego-Spiel, um eine Erfahrung des Aufwachens, Öffnens des Herzens zu vermeiden. Oder wird ein Opfer des Aufstiegs oder versucht, den alten Glauben auf eine körperliche Kondition, Erfahrung anzuwenden. Sucht nach neuen alternativen Dingen, die euer Herz und euren Verstand öffnen, euren Körper natürlich unterstützen und mit den DNA-Reparaturen unterstützen. Heilung ist auch das menschliche Wort, um die Mentalitäten der Opfer zu klären. Eure erwachende DNA sind intelligente Nanolichtteilchen, die sich bewegen, durch komplizierte bioelektrische, neuronale Impulse kommunizieren, die euren ganzen Körper neu verdrahten, um jetzt anders zu funktionieren. Die alten Korrekturen funktionieren nicht. Euer neuer Lichtkörper, ja, jeder, braucht Reinheit und Sauberkeit, bis er sich selbst zu optimaler Gesundheit wiederherstellen kann. Und ihr genug Licht habt, um weiter zu funktionieren, ohne dass ihr es durch Linearität, Leben von eurem Kopf, von eurem Körper wegnehmen müsst. Wenn er versucht, euch zu sagen, was er braucht, aber euer Mensch wird dies nicht hören oder ehren. Euer aktivierter Lichtkörper aktiviert eure kristalline DNA. Massiver Juckreiz, Ausbrüche, Störungen und Temperaturveränderungen nehmen zu. Ebenso wie mehr Schlaf, Ruhe, da die Wirbelsäule nicht so begradigt werden kann. Lichtkörperphase. Die Wirbelsäule ist gerade und kann immense Arbeit durch Licht erzeugen. In der Plasmaphase dreht sich alles um die Wirbelsäule, aber auch tief in die Knochen, Zähne, den Schädel und vieles mehr. Hohes photonisches Licht öffnet eure neuronalen Bahnen, aktiviert eure Zirbeldrüse für holographischen Zugang und alte Gedächtniszentren, die ebenfalls geöffnet werden. Höheres Bewusstseinswissen wird für euch weiterfließen, damit ihr es organisieren und teilen könnt. Euer Plasmakörper klärt eure galaktischen Karma- und Akasha-Aufzeichnungen, die auch in der DNA eures Körpers enthalten waren. Euer Lichtkörper klärt euer menschliches Karma. Euer kristalliner Lichtkörper bringt euch durch euer eigenes gekristaltes Bewusstsein online, um euch mit einem ganz neuen Gitternetzsystem zu verbinden, das durch eure Muskeln und euren ganzen Körper wieder aufgebaut wird. Alle eure Organe arbeiten neu, um Trennungs- und unbewusste Programme zu klären und die Funktionsweise des Körpers neu zu konfigurieren. Nichts davon wird mit den menschlichen Behandlungen übereinstimmen, da Aufstieg nicht behandelt werden soll, sondern durch alternative Methoden unterstützt werden soll, die das Licht füttern. Eure DNA wird mutieren. Benutzt dieses Wort, um den Punkt zum menschlichen Ego zu bringen, dass die Kraft des Wortes braucht, um es zu verstehen. Eure Genetik verändert sich komplett. Alles tut es. Euer Körper wird sich vollständig weiterentwickeln, um höherdimensionale Fähigkeiten zu erreichen, die vorher nicht möglich waren. Dies ist nur ein sehr kleiner Teil dessen, was derzeit für alle auf unserer multidimensionalen Erde geschieht. Um vollen Zugang zur neuen Erde-Existenz zu erhalten, bedarf es eines neuen Niveaus an Engagement, Hingabe und Offenheit. Die alte Erde wird komplett aussterben. Jeder muss sich für eine neue Erde-Existenz entscheiden und sich darauf konzentrieren, die neue Erde zu unterstützen, um sie aufrechtzuerhalten. Wenn es sich intensiv anhört, gut, das soll es. Die Alternative ist intensiver. Wenn mehr Menschen sich weiter in den Ego-Tod und in atemberaubende Verwirklichungen begeben,
und ihre Realitäten in ihrem Kern erschüttern, die sie dazu zwingen, eine Wahl zu treffen, das Ego aufzulösen oder die Zyklen des Leidens immer wieder zu wiederholen, wird dies in zunehmendem Maße noch mehr zutreffen. Für diejenigen, die in der fünften Dimension aufgetaucht sind, indem sie sich zuerst durch den Traumzustand ihren Geist für die Möglichkeiten zu öffnen und diese tiefere Sehnsucht nach mehr zu aktivieren, indem sie neue Praktiken auf ihr Leben anwenden und in vielen Fällen alles, was ihr unbewusstes Leben repräsentierte, völlig aufgeben, um schneller auf die neue Erde zu gelangen, indem sie ihre eigene höhere Lichtintelligenz, Wissen, sich erkennen und sich selbst dafür einsetzen, jetzt mehr neue Erde zu erschaffen, zu verankern und zu erfahren, ist dies euer Beitrag zur Menschlichkeit, die sich erhöhen wird, wenn ihr vorwärts geht, aufsteigt, um einen Beitrag zu leisten, zu unterstützen, zu inspirieren, zu erwachen und das Beispiel, Wegweiser zu sein und aufhört, euch darüber Gedanken zu machen, was andere tun, alles urteilt, transzendiert, dass ihr über das, was Realität ist oder war, gehalten habt. Wenn jeder von euch das Unbekannte Neue hält, jeder seinen Körper ehrt, der daran arbeitet, höchstdimensionale Lichtkodierungen in jenem Stück Fleisch, Knochen, Körperteilen zu verankern, höchste Integrität zu einer viel höheren dimensionalen Existenz, Erfahrung für uns alle hält, dann werdet ihr anfangen, die neue Erde in eurem eigenen Leben in jeder Hinsicht wahrzunehmen, zu sehen und zu erleben. Sobald ihr physisch in der fünften Dimension seid, dann öffnet sich jede andere Dimension für das Erleben hier. Die neue Erde ist nicht etwas, das euch eines Tages einfach so erscheint. Nun, das tut sie irgendwie durch neues Bewusstsein, das immer verfügbar war, aber du, jeder, hat die Schwingung nicht gehalten, um hier vorher zuzugreifen, zu leben. Öffnet euer Herz vollständig, öffnet eure Augen, öffnet euren Geist für das Fühlen, Verbinden, Sehen und sogar mehr davon. Akzeptiert, dass euer Leben nicht so verlaufen wird, wie ihr es gedacht habt. Dass es so viel magischer, erstaunlicher und brillanter sein wird, als ihr es jemals geahnt habt. Ich liebe euch. Ehrt eure Lichtkörper. Ihr müsst lernen, wie sie funktionieren und wie ihr sie jetzt unterstützen könnt, damit sie euch durchbringen können und auch, um nur grundlegende Dinge zu erreichen, ist es zunächst eine Herausforderung. Wenn ihr Licht integriert, wird sich die Außenwelt verändern. Wird es leichter, wenn ihr eure eigene Kraft zurückgehaltet und eure Göttlichkeit, euer reinstes Ich, als euer vollständiges Bewusstsein, mit einer physischen Körperform, die sich auch ständig an Neues anpassen muss. Lebendige DNA-Beschleunigung hat begonnen. Lisa Transcendence Brown. www.awakeningtoremembering.com. PS: Wenn ihr die Schwingung eures physischen Körpers erhöht, wird euer Bewusstsein euren physischen Körper für euch korrigieren, reparieren, heilen, abstimmen. Aus einer anderen Perspektive betrachtet, wenn ihr euer Bewusstsein erweitert, rekodiert die DNA eures Körpers euren Körper so, dass er optimal funktioniert. Einsatz der Neuabstimmung, Rekalibrierung des Integrationsprozesses ist vollständig. Eure neue DNA ist intelligent und weiß genau, was zu tun ist. Euer Job ist es, zu ehren, zu vertrauen, zuzuhören, zu unterstützen, beizustehen als Liebe. PPS: Alle emotionalen und körperlichen Schmerzen werden verschwinden, wenn die Trennung aus dem Körper geklärt ist. Euer neuer Lichtkörper zerlegt eure eigenen Ego-Konstruktionen und baut alle neuen Quantum-Konstruktionen wieder auf, die nicht linear sind. Ihr Lieben, ich möchte mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr uns auf Spiritscape so wunderbar unterstützt. Sei es jetzt auf finanzieller Ebene oder auch durch energetische Unterstützung. Und im Namen vom ganzen Team wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Voller wunderschöner magischer Momente, voller Liebe, voller Heilung,
voller Frieden und mit ganz, ganz viel Sonne in eurem Herzen. Liebe Herzensgrüße, euer Altaner.